Hallöchen Leute und herzliches Willkommen wieder zurück zu Pokémon Weiß in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie weit wir es bis zum letzten Mal gespielt haben. Ich habe es ja eine lange Zeit ja nicht mehr aufgenommen gehabt. Ich muss erstmal gucken, was wir überhaupt noch im Team haben. Komm, Buddy. Die sollten wir sicher trainieren. Ich muss noch die Steuerung umstellen, fällt mir gerade auf. Okay, gehen wir erstmal da lang. Es ist Frühling. Okay. Oh, da steht schon N. Du suchst Team Plasma? Ja, folge mir einfach. Ich weiß, wo die Gangster sich aufhalten. Das hier ist übrigens die Arena, wo du dann gleich hingehen musst. Weit und breit niemand zu sehen. Steigen wir ins Riesenrad. Vielleicht sehen wir sie aus der Höhe. Ich liebe Riesenräder. Mechaniken, Perfektion, mathematische Präzision. Aber jetzt werden wir die Wahrheit von N lernen. Ich sage dir die Wahrheit am besten gleich. Ich bin der König von Team Plasma. Jesus hat mich um eine Mithilfe bei seinem Plan zur Rettung der Pokémon gebeten. Fragst du dich auch manchmal, wie viele Pokémon es eigentlich auf der Welt gibt? Aktuell sind es, glaube ich, 802. N. Alles in Ordnung? Alles bestens. Um die Pokémon zu retten, muss ich zuerst meine Leute beschützen. Während ich kämpfe, flieht ihr von hier. Also dann, Domi, teilst du meine Vision? Eigentlich nein. Verstehe, sehr bedauerlich. Also dann, für meine Zukunftsvision. Ich kann hier und jetzt nicht gegen dich gewinnen, aber damit Team Plasma fliehen kann, muss ich dich aufhalten. N. Okay, N. Du schickst als erstes Schneebedeck rein. Schneebedeck ist ein Eispflanzentyp. Okay. Schneebedeck kann höchstwahrscheinlich Eisattacken einsetzen. Ich schick Blade rein. Sturm. Au. Aber es ist nicht sehr effektiv, ne? Aber es macht trotzdem ordentlich Schaden. Oh, Siegeswille. Nein, ich hab... Oh. Ich hab keine Stahlattacken für Blade. Das ist dumm. Alter, das macht ordentlich Schaden. Die Finte. Angeberei. Nein, das mag ich nicht. Bitte, Blade. Oh, Blade! Au. Ein Kikugi. Der Kikugi ist nicht wirklich gefährlich. Ich glaube Zornklinge. Vielleicht trifft sie ja. Oh, er ist nicht mehr verwirrt. Alter, das war ordentlicher Damage. Zauberblatt, das ist nicht sehr effektiv, nehme ich an. Au. Oh. Ja, komm. Ich heile dich erstmal, Blade. Ja, komm. Gönn dir den Supertrank. Scheiß Zauberblatt. Nein, 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 nein.
Ich probiere es mit der Finte. Okay, warum ist Kikugi schneller als ich? Geht mal gar nicht klar. Okay, Blade. Noch ein Schneebedeck. Wirklich? Nee, Wing bringt mir absolut gar nichts. Ich muss da wohl eher bei Blade bleiben. Mach nochmal die Finte. Nein, nicht die Grasflöte. Grasflöte kann meine Pokémon einschläfern. Ist halt wie, Hypnose und so. Blade gebe ich noch nicht so schnell auf. Au. Komm. Zieh dir eine wundervolle Maronbeere rein. Scheiß Angeberei. Habe ich irgendwas gegen Verwirrung? Nee, ne? Ah, das ist blöd. Nein. Ich will zurück. Ich probiere es mit der Finte. Nein, ich treffe mich selbst. Das wird sicher sehr weh tun. Okay, ich wechsle aus. Buddy, du bist dran. Au. Okay, mach den Ringtanz. So, jetzt regnet es. Hagelt nicht mehr. Okay, frisst den Biss. Okay, will sich in weißen Nebel füllen, aber das ist... Okay. Buddies, nein. Nein. Okay, Wing. Scheiß Verwirrung. Friss die Aurasphäre, please. Eis-Pokémon haben ja eine Kampfschwäche. Ein Wheelie! Der hat jetzt also generell Pflanzen-Pokémon. Ja komm, ich bleibe bei Wing und greife wieder mit einer Aurasphäre an. Jo, boom. Zerstört. Fuck, er macht einen Rutzler. Okay, noch eine Aurasphäre. Jetzt ist es down. Ja. Level 27 verwegen. Team Last Man wurde besiegt. 4400 Poké-Dollar. Dazu werde ich Champion übertreffen. Ich werde einzigartig sein. Keine Niederlage kennen. Ich bringe alle Trainer dazu, ihre Pokémon freizulassen. Ist es dein Wunsch, wie bisher mit dem Pokémon zusammen zu sein? Der lange alle Orden dieser Region begibt sich zur Pokémon-Liga. Doch kannst du ja versuchen, mich aufzuhalten.
Aber ich sollte definitiv früher oder später die Steuerung umstellen. Weil es ist gerade so ein bisschen nicht so gut. Top-Ether. Ich gehe ins Pokémon Center. Zum Pokémon Center geht es ja hier lang. Ja, mach mal bitte meine Pokémons fit. So, jetzt stellt sich die Frage, was für eine Arena wird die vierte Arena jetzt werden? Normalerweise wäre die vierte Arena eine Elektro-Arena. Was ich hoffe, wäre eine Gesteins-Arena oder so. So, wir müssen jetzt mit den Achterbahn-Dingern fahren. Das ist ziemlich cool. Eigentlich. Aber ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Level. Ansonsten habe ich ein Problem. Na, gucken wir mal, welches Level die Pokémon haben. Arantaxas. Ein Snubbelicat. Also eine Normal-Arena. Okay. Ja, das geht eigentlich. Presst den Blutstrahl. Au. Dreimal getroffen. Okay, Regentanz. Okay, Suicune ist doch gar kein so gutes Pokémon. Au. Au. Ja, immerhin zweimal getroffen. So, Ringtanz macht ja meine Wasserattacken ja stärker. Okay, das Mobilität hat es ja schon mal down gekriegt. So, Level up für Suicune. Ein Noctu! Oh, Noctu ist ein sehr, sehr cooles Pokémon. Ist aber nicht wirklich das stärkste. Schnabel. Reflektor. Physische Attacken, okay. Mein Plumpstrahl ist aber speziell. Au. Okay, frisst den Biss. ...1275 Erfahrungspunkte. Ja, das läuft eigentlich relativ gut für Buddy. Windstoß! Besser als Silberblick, auf jeden Fall. Wahnsinn. Aber ich mag Suicune. Suicune ist ein majestätisches Pokémon. Sagen wir es mal so. Ich sollte am besten Suicune heilen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Oh, ich muss gerade überlegen, gibt es ein legendäres normales Pokémon? Ich glaube. Ja, doch, Arceus oder Arceus oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist auf jeden Fall ein normales legendäres Pokémon. Oder ein legendäres Pokémon von Typ normal. Sagen wir es mal so. Schnösel Adi. Ja, ein Plauderguy. Ich glaube, Plaudergeier ist auch so ein Pokémon, dass er nicht wirklich oft benutzt wird. Röhrenschlag. Ja, ich sehe schon, dass der nicht wirklich viel Damage macht. Luftstrahl. Naja.
Geschwätz. Was macht das? Alter, das war Damage. Das war Damage, lauter Guy. Das war nicht schlecht. Du entschlagen. Au. 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 Ja, jetzt reicht's aber, ne? Yes. Du hast die Weiche umgestellt. Ah, ich glaube, ich muss jetzt gleich hier kämpfen. Ich habe ja eh mehr als genügend Supertränke am Start. Ich glaube, vor der Arena-Leiterin werde ich ja noch meine Pokémon heilen. So, jetzt bin ich jetzt muss ich hier warten, ne? Ja, war ja klar, dass da ein Trainer drin war. Na los! Zeig, was du drauf hast, Schnösel, Stelian. Ach ja, Meloetto ist ja auch ein legendäres Pokémon, stimmt ja. Die hätte ich ja fast vergessen. Warte, Meloetto kann ja Psycho-Attacken. Blade! Du bist dran! Weil Psycho-Attacken wirken nicht auf Unlicht-Pokémon. Zuki. Finte! Alter, ist das ein geiler Damage. Volltreffer! Ich muss schon sagen, Blade ist schon ein sehr, sehr episches Pokémon. Buddy, Level 23, sehr gut. Ein Kangama. Hallöchen, Kangama. Ich bin mir relativ sicher, dass Kangama Kampfangriffe kann. Ich würde sagen, wir wechseln zu Wing. Oh. Hey, bis... Frisst die Aurasphäre. Alter, Togekiss ist es sehr, sehr stark. Und Aurasphäre trifft er übrigens immer. Kangama. Stelian. 10.680 Pokédollar. Das heißt, wir können in diesem Part ja die Arena abschließen, rein theoretisch. Ich glaube, das könnten wir sogar auch schaffen. Kommt drauf an, was für ein Pokémon die nächste Trainerin jetzt einsetzen wird. Wir müssen halt nur jetzt nur noch ein bisschen warten. Dun, 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 dun. Hallöchen, Schönheit. Ah, nee, ich habe ja keine Angst vor dir. Lady Colette. Oh, wow, ich habe jetzt so Angst. Ein Radfratz. Das ist das schlimmste Pokémon überhaupt. Ach du Scheiße. Friss den Blubstrahl. Viel Schlag. Alter, das war guter Damage. Ich würde sowieso ins Pokémon Center gehen. Also in diesem Part will ich ja noch die Arena abschließen, also... Dann haben wir einen sehr, sehr schönen Abschluss für heute. Also für den heutigen Part. Ich gehe ins Pokémon Center zuerst. Weil meine Pokémon sollten echt geheilt werden. Ach, dieses Lied, ne? Ba 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 ba.
Bra. Oh Gott. Okay, los geht's. Wusch! Yeah. Das hat so Style, Alter. So, Camilla, du bist dran. Hallöchen, Lady. So, kämpfen wir gegen die Arena-Leiterin Camilla. Ein Geronimatz. Okay, das ist schon mal sehr, sehr niedlich, was du da hast. Ich mach mal einen Regentanz. Grimasse. Init sinkt, ne? Ja. Von mir aus, ich mach jetzt den Blutstrahl. Dornwetzer erhöht deinen Angriff. Aber ich glaube, Geronimatz hat eher eine geringe Spezialverteidigung. Flügelschlag. Au. Das wird jetzt ein bisschen wehtun. Ja, geht eigentlich. Ich habe mit viel mehr Schaden gerechnet. Ein Tauboga. Ein majestätisches Pokémon. Klassiker. So gibt. Und wie viel... Oh, Volltreffer! Oh, du Biest! Ein Inekoru. Blade? Mach mich stolz! Au. Fucking Mogel. Mogelhieb. Riss die Finte. Scheiß Gesang, ne? Ich mach Folterknecht. Ah, jetzt trifft der Gesang. Ich hasse sowas. Flexib, au. Wie viel Schaden? 2, ne? 3. Na komm, Folterknecht. Au. Folterknecht bewirkt, dass Attacken nicht zweimal hintereinander eingesetzt werden können. Zorglinge. Oh, Volltreffer. Nochmal Zorglinge. Oh, Blade! Nein! Okay, ich probier's mit der Finte. Au. 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 Nochmal Finte vielleicht. Jetzt wollte Nikor wollte es gerade mit der mit Vogelhieb versuchen. Dazu aber nicht Scheiß Gesang.
Wie wär's mit einem kleinen Trank für unseren Blade? Hören wir den Supertrank? Flexibel. Au. Das tut weh. Ja, ist ja gut. Mhm. Hier ist die Finte. Ah, fuck. Nochmal Finte. Komm schon. Alter, wie lange willst du noch pennen? Yeah, Finte. Ah, shit. Fast wär's down gewesen. Hab schon Zwanglinge. Zweimal getroffen. Noch einmal. Au. Ist zu weh. Enekoro. Du. Nein, nicht schon wieder Gesang. Okay, ich glaube, das wird uns ein bisschen zu blöd, oder? Warte, ich wechsle auch ganz kurz aus. Jetzt soll es beenden. Ich würde sagen, Hypoterus. Hypoterus! Sandsturm. Das macht meinen Hypnotherus fast gar nichts aus. Er ist tanky. Er ist hell. Au. Ja. Freut mich, dass du wundervollen Schaden gemacht hast. Frisst den Biss. Willst du mich verarschen, Nenequoro? Okay, Togekiss. Oh nee, Sander. Jetzt hab ich bekommen auch alle anderen ein bisschen Erfahrungspunkte dazu, ne? Flexibel. Kann eventuell Statik wirken. Yeah. So, und jetzt frisst die Schockwelle. Down. Was? Du lebst doch? Alter, du Scheißvieh. Aber es ist jetzt down. Das war vielleicht ein Kampf, der ein bisschen zu lange gedauert hat. So, wir bekommen den Blitzohren, Donnerohren, keine Ahnung, wie man diesen Ohren jetzt am besten nennen soll, aber egal, mir ist völlig wurscht. Es ist halt ein Ohren, wo ein Blitz abgebildet ist. Okay, der Boltohren. Und Tems. Oh, Intensität! Es ist eigentlich normalerweise Voltwechsel. Alter, Intensität. Ja, gut. Es ist jetzt zwar jetzt nicht so eine überkrasse Attacke, aber trotzdem ziemlich gut. Es ist zwar ein bisschen glücksbasiert und so. Keiner kann Intensität lernen. Wäre eigentlich eine Attacke für Hypoterus gewesen. Weil die wird es bei dem Pokémon ja sehr, sehr viel Sinn machen. So, ich glaube, ich gehe jetzt offscreen ins Pokémon Center. Entschuldigung. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, lasst mal hoch da, wenn ein Daumen runter, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in Pokémon Weiß in Randomizer Nuzlocke Challenge. Also, bis dann und ciao, ciao.